hier kalt ist. Ein Holzschwert für den Grafen! Ich soll ein Holzschwert! Warum? Halt! Wenn man das kann, brauche! Kanin, was tut ihr denn da? Du die Grenze auch, können wir auch nicht weg. Ich muss euch eindringlich verwarnen! Dieser Mann ist unbewaffnet! Ruhe! Ey, du musst nächste Woche noch. Dies ist nicht bei euer Pack. Das war die ganze Zeit nicht meine. Ja, ja. Wenn das Volk schreit, soll der Kampf weitergehen. Ich sehe, hast du jetzt ein Schwert. Roten, zeig, was du kannst. Ja. Der ist erstmal. Ich warte hier. Und es geht Respekt. Weiter. Hat uns euch doch was beigebracht. Alles, was fehlt, sind die Schreie der Gäste. Aber es wird nicht reichen. Oh nein. Oh nein. Und da verliert auch der dritte Mann sein Schwert. Ihr habt ja gewonnen, ihr könnt aufhören. Dies ist nicht bei euer Tonnei. Was meint ihr denn, ihr habt gewonnen? Der junge Graf hat verloren, die beiden anderen auch. Ich bringe es jetzt zu Ende. Was ist zu Ende? Es ist zu Ende. Geht auf der Sonne. Ja, aber ihr dürft nicht, der junge Graf hat euch doch Sonne. Und wirst du deine Strafe erhalten? Wofür denn Strafe? Er ist kein Dieb, das ist der junge Graf. Der hat auch keinen was weggenommen von dir. Er hat folgt der Weg. Du willst mir meine Titel und meine Ländereien geben. Das sind aber seine Ländereien, die gehören seinem Vater. 12 Stunden. Selber hat es dir gelitten. Das meint 12 Stunden. Mein Vater. Ich kann nicht sprechen. Genau. Und ich habe unseren Vater im Heiligen Land. Du kannst ja auch. Da beschwer ich mich ja nicht. Vater, eine halbe Stunde beschweren. Ihr seid. Sind ja Leute, die dann. Tut es! Bring es zu Ende! Wenn du jetzt 4 Stunden zur Vollsperrung bist, kannst du auch nicht mehr zurück zur Ordnung. Du stehst in der Vollsperrung, mach mal was. Du kannst von Rüdenberg, das soll ich die Waffe nehmen, der Mann steht gleich auf. Der Mann steht gleich auf. Der Schwaffe von Rüdenberg. Und der Schwaffe, gleich kommt der. Er wird schon umkriegt. Der ist euer Bruder. Er steht schon auf, er nimmt sich die Waffe. Von Rüdenberg seid ihr das Wahnsinns. Ihr müsst Mut beweisen, ihr müsst aufstehen, euch die Waffe nehmen von Rüdenberg. Schnell, ihr müsst euch verteidigen. Wollt ihr etwa hin? Steht doch auf! Trink auf! Ja, hab ich meinen Bruder nicht gesehen. Wenn er heute nicht meine Hand stellt, lieber sterbe ich so. Sie gewinnen. Das wäre nicht netter. Habt ihr das gehört? Leute, ich sag euch eins. Mut hat viele Gesichter. Und hier sehen wir 3 davon. Wir sehen Demut, wir sehen Edelmut und wir sehen Todesmut. Er ist genau wie ihr gesagt habt. Ihr habt euch nicht in ihm getäuscht. Gut, bringen wir es zu Ende. Ja, bringen wir es zu Ende. Nachbar Allah. Auf! Steht auf! Ab mit dem Korb! Es war eine Prüfung. Komm jetzt aber. Eine Prüfung. Das ganze Turnier war eine Prüfung. Das ist auf jeden Fall eure letzte Prüfung. Eingefädelt von eurem Waffenmeister Utzo. Utzo hat euren Bruder suchen und finden lassen. Utzo, du? Utzo was? Meine letzte. Eure letzte Prüfung. Junger Graf, mit dem Maul ist jeder ein Held. Das Herz des Mannes zeigt sich nur im Angesicht der Gefahr. Eine Prüfung. Dies zum Ende! Hey! Besteigt euer Ross!
gemeinsam mit eurem Bruder und reicht in eine Runde der Ehre. Für ihn war die Gefahr echt. Er war der Einzige auf dem Plan, der nichts wusste. Ja, ich auch. Zwei Männer, zwei Brüder, vereint in einer Grafschaft. Gerhard von Löwen hat eigene Ländereien. Er wird hier keine Ansprüche erheben. So klang das gerade. Und Gottfried von Rüdenberg hat euch gezeigt, dass er das Herz hat, eine Grafschaft zu führen. Es ist eure Runde der Ehre. Zeigt euch!